Schönes Erlebnis. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Das schönste Erlebnis wahrscheinlich meiner kurzen Profikarriere war wahrscheinlich der Moment, als ich das Freistoßtor geschossen habe, als mein Vater im Stadion war. Also es war wirklich so ein Top-Moment. Also da war es wirklich so, dass, wie gesagt, er war im Stadion und war sein Geburtstag auch. Mein Onkel hat ihm das zum Geburtstag geschenkt und war ein Freistoß aus 18, 20 Metern. Und ja, das war damals Routine für mich, dass diese Bälle eigentlich immer reingegangen sind. Aber im Profibereich sind natürlich auch die Leute ein bisschen besser, gerade die Torhüter. Habe aber dann das Tor geschossen, bin auch Richtung Tribüne dann gerannt. Und das war schon sehr emotional, aber auch ein wunderschöner Moment, einfach zu sehen, weil ich habe gemerkt, dass wie stolz er war und wie viel mir das auch bedeutet hat, gerade dieses Tor. Also denke ich auch oft dran zurück dann. Ja, also für mich war der schönste Moment das Auswärtsspiel letzte Saison bei Ajax Amsterdam. Der Dominik war ja auch dabei. Für mich war es auch sehr emotional, weil es das erste Mal war, dass ich vor so vielen Leuten gespielt habe. Es war das erste Heimspiel damals für Ajax am zweiten Spieltag und deshalb war das Stadion natürlich auch ausverkauft. Bei diesem Spiel haben wir dann einen Punkt geholt, haben 2-2 gespielt. Aber allein die Tatsache, dass ich dann auf dem Rasen vor 50.000 Zuschauern dann in dem Stadion spielen konnte, hat mich schon sehr, sehr berührt und es zeigt auch, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat. Wenn man natürlich vergleicht, in der A-Jugend spielt man vor höchstens 200, 300 Leuten und dann sind es noch einmal 50.000 im Stadion und das Stadion von Ajax ist wirklich ein Meisterwerk, dann kann man nur sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, dafür zu arbeiten.